Ja, das hättet ihr jetzt nicht erwartet, dass ihr auf einmal ganz plötzlich in diesen Videos meine Stimme hören werdet. Ja, und zwar, ich habe mehrere Punkte anzusprechen, und zwar, was genau dieses Projekt überhaupt ist, dieses 1000 Won. Um genau zu sein, dieses 1000 Won heißt einfach nichts anderes als, ja, einfach handeln mit all dem, was ich habe. Und mein Kontostand, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich alles verkaufe, liegt momentan rund bei 1500 Won um den Dreh, wenn ich alles verkaufe. Und ja, mit dem wird halt gehandelt. Das heißt nicht, dass ich immer 1000 Won bar auf Kralle habe oder dass hier 1000 Won Trades auf einmal kommen oder so. Aber wenn natürlich irgendwas kommt in dieser Summe, wird das natürlich auch hier zu sehen sein. Also man kann eigentlich immer gespannt sein, was einfach hier kommt. Und ja, wir kaufen hier gerade zum Beispiel jetzt einen Schwarzwindanzug plus 9 mit 15 Wind. Das ist zum Beispiel ein Boni, auf den ich gerne achte. Goldverzierte Schuhe, Dev-Schuhe, genau das gleiche. Wie gesagt, insgesamt Dev-Items, die sind sehr, sehr gefragt. Die kaufe ich halt auch sehr, sehr gerne ein. Dann gibt es wieder so Kleinkram-Dinge wie Eisenhelme und hier so zum Beispiel ein bisschen größerer Trade, ne Sonny. Mit 12 Stärke, 12 Wit, ziemlich nice für einen schönen Mento. Leider kein Zauberspeed drauf, aber der 60 Won, da konnte ich nicht nein sagen, habe ich auch mitgenommen. Nimbus-Stiefel plus 9, 2 KTP, 15 Einhand, bisschen Crit. Ja. Vielleicht kauft es einer, vielleicht kauft es keiner. Handeln hat halt immer mit Risiken zu tun. Das hier zum Beispiel ist ein guter Trade mit dem Titani. AGO, Teufel, Halbmenschen, perfektes Auragemann-Schild. Da kriege ich locker 12 für. Ist halt wieder eine Sache der, eine Frage der Zeit. Also da muss ich wieder Geduld haben. Im Nachhinein habe ich mich dann entschieden, ein HTA zu switchen, weil ein günstiges auf dem Markt war. Es war eigentlich nicht so eine, ja, switchen. Nicht so mein Ding eigentlich, aber egal, wir haben es trotzdem versucht, haben HTA gekauft, plus 9, für 20 Won war das, glaube ich, und haben dann mal ein paar Switcherchen drauf gezogen und ja, die ersten gingen schon mal in die Hose, TP, untote Orks, bla bla, hat immer ziemlich viel Müll dabei, eigentlich wollte ich eigentlich nur so ein bisschen TP, TP-Absorb, DB, das wäre so meine liebsten Boni, oder TP, DB, Feuer, das sind momentan so die gefragtesten, aber naja, jetzt haben wir das, was wir gekriegt haben, damit müssen wir leben. Was haben wir überhaupt gekriegt? Das müsste jetzt jeden Moment kommen. Da ist es. Ja, TP, ein bisschen Wind, DB, Orks. Sind leider nicht Max-Bonis, aber wäre das Max-Bonis gewesen? Puh, das wäre ein geiles Armat gewesen. Naja, ist ja auch egal. Naja, machen wir mal weiter. Was haben wir als nächstes? Wir haben hier ein Tigerschild mit AGO, 10 Teufel, 20 XP für 5 Won. Kriegen wir für 7 locker verkauft, weil XP-Bonus ist ja ziemlich gefragt und viele wollen halt nicht Full Teufel auf dem Schild. Warum? Weiß ich nicht. Mir egal. Ich verkaufe das für 7, es geht weg und das ist die Hauptsache. Ein paar Ebis günstig wieder, kriege ich auch für 11, 12 Won verkauft und ja. Naja, sei es drum. Weiter zu den, ja, ich sag mal, Dingen, die ich noch ansprechen werde. Und zwar wird es jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit nur noch zwei Videos bzw. ein Video pro Woche geben, weil in 2 Monaten fängt bei mir wieder die Schule an. Und das geht natürlich vor. Ich muss meine Ausbildung fertig machen. Und das verstehe ich dann allesamt auch. Und da ich dann lieber einmal wöchentlich ein Video bringen kann, als dann 6 Wochen gar nichts, habe ich mich dann dazu entschieden, jetzt ein bisschen ruhig zu machen, den Content vorzuproduzieren. Dann habe ich halt mal einen Monat vorausgestreckt. Ist halt so. Aber ich habe lieber sowas dann als dann 6 Wochen gar nichts und dann habe ich lieber Content für euch versorgt und ihr habt euren wöchentlichen Videos. Deswegen seid mir da nicht böse, das geht natürlich vor und hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß bei den ganzen Videos und ich mache ja weiter. Also keine Sorge, dass ihr dann denkt, ja, Simply macht jetzt noch einmal wöchentlich oder so. Der geht langsam Richtung Ruhestand, was YouTube angeht oder so. Nein, nein, keine Sorge. Sobald ich dann wieder mit Schule da fertig bin, diese 6 Wochen, wird es ganz gewohnt mit 2, 3 Videos die Woche weitergehen, also ganz entspannt, Freunde. Ja, nächstes HTR gekauft. 17 Won diesmal, sehr, sehr günstig. Ihr seht gerade, Switcher werden en masse da drauf gepumpt. Das war wieder ein dickes, ja, Minusgeschäft bis jetzt. Aber man kann ja noch gespannt sein, vielleicht kommt ja doch noch was drauf. Ne? Man hat ja immer die Hoffnung in Hinterhand. Kommt vielleicht doch was, kommt vielleicht doch was. Ja, aber ihr seht, es ist einfach blöd. Also Switchen lag mir, wie gesagt, noch nie. Ich erinnere mich gar nicht, hatte ich hier schon mal Switchluck? Ich glaube eigentlich nicht wirklich. Aber naja, hier haben wir ja dann doch was einigermaßen Gutes geswitcht, was momentan noch gut was wert ist. Deswegen war ich dann auch noch ganz zufrieden. Und unsere restlichen DR, die wir dann über hatten von den 1K-DR-Gutscheinen, haben wir dann nochmal in die Gläfe gepumpt, weil die werde ich hochziehen. Da werde ich meine 40, 35 DSS draufgehen. Das schwöre ich euch, egal wie viel Wonnen da reinfließt, ich werde das Ding fertig machen. Und ich muss mich jetzt im Nachhinein wieder entschuldigen. Ihr habt bestimmt jetzt wieder zigmal da ein Auto vorbeifahren gehört. Ich habe wieder mein Fenster offen gelassen und diesmal stehe ich nicht auf und das Video ist schon fast zu Ende. Deswegen, egal.
Und nein, das machen wir diesmal auch nicht. Und ja, hier öffnen noch mal ein paar Königsbeuten. Ich hatte noch 35 Stück auf dem Verkauf hier liegen, die ich günstig gekauft habe. Und ich wollte mal mein Glück auf die Probe stellen, ob ich einen Mondstein ziehe, aber mag ich einen Stein oder einen Legistein oder sowas. Oh, ja. Ich habe in diesem Video, glaube ich, bis jetzt nicht einmal wirklich Glück gehabt. Wie ihr seht, kommt da auch nur Müll raus. Das Beste war ja dieser Stein des Schmiedes, würde ich jetzt behaupten. Und dann öffnen wir noch diese Kors und da kam auch nur ein antiker Onyx raus. Also mit Glück, na, sah das nicht, nach Glück sah das nicht so aus und deswegen ist das auf jeden Fall egal. Und wie gesagt, das war das erste Video jetzt, 1000 Won Video mit Stimme. Ich werde das ab und zu jetzt auch mal machen und werde ab und zu mal auch Dinge ansprechen von wegen Preisen, dass ihr da mal ein bisschen mehr erfährt, was ich genau da kaufe oder wieso ich genau sowas billig kaufe oder warum ich genau danach Ausschau halte. Das werde ich dann im Nachhinein irgendwann mal erklären. Ich hoffe, das findet ihr ganz interessant, dass ich das auch mal so mache. Wenn ihr mehr davon wollt, haut das in die Beschreibung. Beschreibung, Kommentare, jetzt aber nicht Beschreibung, Mann. Haut das in die Kommentare, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, darüber wäre ich sehr, sehr glücklich. Zeigt, dass ihr hinter mir steht. Jawohl, Simply Army und so. Danke, das Video ist zu Ende, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.